März 2009. Das technische Hilfswerk zieht ein weiteres Auto aus der Donau. Was sie darin entdecken, damit hätte keiner gerechnet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Mrs. Crime, dem True Crime und Mystery Kanal auf YouTube. Heute geht es um einen wirklich bizarren Fall, um falsche Geständnisse und eine unfassbare Wendung. Eine Triggerwarnung sowie die Links zum Fall findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Das Jahr 2001. Die Familie Rupp lebt auf einem Bauernhof in Neuburg an der Donau. Das liegt in Oberbayern. Familie Rupp, das sind der Landwirt Rudolf Rupp, geboren 1945, seine Frau und seine zwei Töchter, zu diesem Zeitpunkt 15 und 16 Jahre alt. Ebenfalls verbringt der Freund der älteren Tochter viel Zeit auf dem Bauernhof. Am 13. Oktober setzt sich Rudolf Rupp in sein Auto und fährt, wie so oft, zum nahegelegenen Wirtshaus. Dort bestellt er sich ein Bier nach dem anderen, insgesamt 8 Weißbier. In dem Wirtshaus soll er sich gegenüber anderen Gästen beklagt haben, über seine zerrüttete Ehe, seine verkommenen Töchter und dass der Hof nicht läuft. Irgendwann ist Rudolf ziemlich betrunken, möchte aber trotzdem mit seinem Auto nach Hause fahren. Er nimmt auf seiner Fahrt sogar noch einen Blumenkübel mit. Also richtig fahrtüchtig ist er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Nach diesem Abend ist Rudolf Rupp wie vom Erdboden verschluckt. Man sucht ihn, aber keiner weiß etwas oder hat etwas beobachtet. Die Polizei steht unter Druck, wie bei allen vermissten Fällen wahrscheinlich auch. Und nach einiger Zeit kommt ein Oberstaatsanwalt und stellt eine Arbeitshypothese auf. Arbeitshypothese heißt, der Staatsanwalt schreibt auf, was er denkt, was passiert ist. Ein Suizid von Rudolf Rupp wird von ihm ausgeschlossen. Ein Bauer bringt sich seiner Meinung nach nicht um. Rudolf Rupp muss nach dem Abend im Wirtshaus definitiv nach Hause gefahren sein. Es wird nun die Vermutung aufgestellt, dass es nach dem Abend im Wirtshaus einen Streit gegeben hat und die Familie Rudolf Rupp umgebracht hat. Rudolf Rupp war als herrschsüchtiger Tyrann bekannt, der seine Familie demütigte. Der Hof war mit den Jahren ziemlich verkommen. Es gab Schulden. Zudem trank er viel und gab dort das letzte Geld aus. Zuletzt soll Rudolf Rupp seinen zukünftigen Schwiegersohn sogar vom Hof gejagt haben. Und tatsächlich, als sie den zukünftigen Schwiegersohn Matthias E. vernehmen, gesteht der eine ziemlich grausige Tat. Er hat Rudolf Rupp am Abend aufgelauert und hat ihn hinterrücks ins Genick geschlagen, unter den anfeuernden Rufen der anderen Familienmitglieder. Ebenso soll Rudolfs Frau mit einer Holzlatte auf den Kopf ihres Mannes eingeschlagen haben. Als Rudolf schließlich wehrlos am Boden liegt, sollen auch die Töchter mit ihren Füßen auf ihn eingetreten haben. Schließlich wurde Rudolf Rupp in den Keller geschleift. Matthias und seine Verlobte sollen dem Vater dann mit einem Hammer den letzten Schlag verpasst haben, der schließlich zu seinem Tod geführt hat. Am nächsten Morgen wird, um die Tat zu vertuschen, die Leiche in mehrere Teile zerlegt. Matthias schildert dazu in seinem Geständnis genau, wie er die Gliedmaßen abtrennt. Ein Messer, eine Säge und eine Axt will er dazu benutzt haben. Den Kopf will er ausgekocht und zerschlagen haben. Die Organe entnommen und mit einem Margarinebecher will er das Blut in einen Eimer abgeschöpft haben. Die Leichenteile will er anschließend an die auf dem Hof 7 lebenden Hunde verfüttert haben. Trotz dieses Geständnisses werden keinerlei DNA-Spuren gefunden, genauso wenig wie das Auto des Landwirts. Dazu noch kurz eine Zwischeninformation. Wegen des verschwundenen Autos, dem Mercedes von Rudolf Rupp, werden einem ebenfalls in Neuburg ansässigen Schrotthändler daraufhin vorgeworfen, das Auto beseitigt zu haben. Er saß dafür 2004 5 Monate unschuldig in Untersuchungshaft. Und noch eine wichtige Information: Vor dem Prozess widerrufen alle Angeklagten ihre Geständnisse. Schließlich wird das Gerichtsverfahren eröffnet und da es keinerlei Spuren gibt, wird es ein reiner Indizienprozess.
Matthias, der Freund der Tochter, und Rudolf Rupps Frau werden wegen Totschlag zu einer Haftstrafe von je 8,5 Jahren verurteilt. Die Töchter, da sie zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig waren, zu 2,5 bzw. 3,5 Jahren Jugendstrafe wegen Beihilfe durch Unterlassen. Und nun springen wir ins Jahr 2009. Matthias und die restliche Familie Rupp haben zu diesem Zeitpunkt ihre Haft nach etwa 2/3 der Haftzeit schon abgesessen. In der Donau werden im Februar 2009 zwei Autos geortet und sollen schließlich am 10. März geborgen werden. Als das technische Hilfswerk das zweite Auto, ein Mercedes, hinten am Kofferraum rauszieht, können die Beteiligten ihren Augen nicht trauen. Durch den ganzen Druck, durch das Wasser, geht dann die Autofensterscheibe vorne kaputt und es ergießen sich da nicht nur Schlamm und Geröll, sondern es schwimmt auch ein Torso einer Leiche raus in die Donau. Auf dem Fahrersitz des Autos befinden sich auch noch die Unterschenkel und die Füße einer Leiche. Die Obduktion ergibt, dass es sich eindeutig um den vermissten Bauern Rudolf Rupp handelt. Sein Leichnam war, bis auf ein bisschen Fischfraß, vollständig. Er war bekleidet mit einem karierten Hemd und hatte sogar noch D-Mark-Münzen in seiner Hosentasche. Es gab keinerlei Hinweise, die auf ein Tötungsdelikt schließen konnten. Obwohl jetzt eindeutig erwiesen war, dass die Geständnisse von damals nicht stimmen konnten, lehnte die Justiz ein Wiederaufnahmeverfahren zunächst ab. Rudolf Rupp sei ja tot. Wie er zu Tode gekommen sei, spiele keine Rolle. Ein Totschlag ist nicht ausgeschlossen. Schließlich, ein Jahr nach dem Fund der Leiche, am 9. März 2010, gab das Oberlandesgericht München nach und gestattete die Wiederaufnahmeanträge der Verteidigung. Im Laufe des Wiederaufnahmeprozesses wird bekannt, dass die Geständnisse den damals Verdächtigen quasi in den Mund gelegt worden sind. Die Aussagen hatten sich damals widersprochen, beziehungsweise konnten eigentlich sogar ausgeschlossen werden. Trotzdem hatte keiner der damaligen Ermittler oder der Staatsanwaltschaft Zweifel. Am 25. Februar 2011 werden alle Angeklagten durch das Landgericht Landshut freigesprochen. Heute wird der Fall Rudolf Rupp in den Medien als Justizskandal bezeichnet. Und das war's mit dem Fall. Was sagt ihr dazu? Ich persönlich finde es schon sehr erschreckend, wie die Familie Rupp zu einem falschen Geständnis getrieben wurde. Was ist eure Meinung? Schreibt es mir doch gern unten in die Kommentare. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Support ist kein Mord. Ciao und bis zum nächsten Fall.